In Dortmund gibt es mittlerweile zwei E-Scooter-Anbieter, Circ aus Berlin und Lime aus San Francisco. Die unterscheiden sich erstmal im Preis. Lime möchte 20 Cent die Minute haben, Circ nur 15 Cent. Das kann sich natürlich schnell ändern. Aber es muss doch mehr Unterschiede geben und die schaue ich mir in diesem Video einmal an. Ja, dann suche ich mir jetzt mal einen Circ und einen Lime und dann starten wir den Test. Ja, Circ sind hier genug. Die haben ja das Gebiet erweitert. Ich kann ja mittlerweile von mir zu Hause hier zum Phoenixsee fahren, zum Büro. Aber Lime gibt's hier nicht. Von daher müssen wir woanders hin. Da würde ich mal sagen, ab zum Stadion. So, wir haben ja hier diverse Limes am Stadion. Das war schon mal eine gute Idee, aber nur ein Circ. Deswegen beginne ich jetzt mit dem Circ, bevor sich den in ein anderer pickt und schalte mit den einmal frei. Okay, was mir direkt auffällt, sind die Handbremsen. Also der Circ, der hat zwei Handbremsen, der Lime hat nur eine. Und dafür hat der Lime, weil gesetzlich muss man ja zwei Bremsen haben, hinten, ich nenne es immer Rücktrittbremse, sprich man tritt auf das Schutzblech und bremst damit hinten den Reifen ab. Ich persönlich bin eher Freund der Handbremse, aber fair enough, ich benutze eigentlich auch nur eine Handbremse. Von daher ist das für mich so pari von der Nutzung. Ansonsten sieht man beim Circ, der hat hier einen relativ stabilen Aufbau, fast schon ein kleiner Gepäckträger. Ich glaube, das ist aber nicht erlaubt, da was drauf zu schnallen. Trittbretter tun sich jetzt nicht so viel, ungefähr gleiche Länge, Breite. Die Reifen, ich würde mal sagen Vollgummireifen, auf jeden Fall sehe ich nirgends ein Ventil. Aber dafür, Vollgummireifen ist immer ein Nachteil, da ist natürlich sehr, wenn man auf Huckel fährt, problematisch, da wird man gut durchgerüttelt. Dafür haben beide jeweils eine Federung vorne, kann man gut sehen. Und wenn wir hochgehen, dann hat der Circ einen Getränkehalter, den hat der Lime nicht. Zusätzlich gibt es hier einen USB-Port, mit dem man sein Smartphone laden kann. Da ist normalerweise auch so eine Schutzplastik-Dingens drauf. Dann hat man einen Handyhalter, das finde ich mordspraktisch, gerade auch wenn man sich nicht auskennt. Navigation kann man relativ gut sein Smartphone reinpacken. Es setzt sich auch echt auf große Smartphones wie ein iPhone XR oder ein iPhone Max, also die gibt es ja auch diverse Varianten. Passen alle da rein, finde ich super. Klingel, auch immer wichtig. Hier gibt es so eine kleine Drehklingel und hier gibt es diese klassische Fahrradklingel. Ja, die ist immer einfacher zu bedienen, wie ich finde. Bei der muss ich total oft überlegen, wenn ich sie auf einmal brauche, weil ich klingel halt so selten. Gas wird hier auf der rechten Seite gegeben, da sind die relativ ähnlich. Hier hat man so einen kompletten um den Griff gehenden Schalter, den man runterdrückt. Und hier geht er halt auch einmal drumherum, ist aber ein bisschen filigraner. Der Daumen passt auf jeden Fall drauf. Ich finde den weitaus besser, weil er einfach stabiler ist, den man hat man im Griff. Akku sieht man hier mit vier LEDs. Kann man ungefähr abschätzen. Aus Erfahrung weiß ich, da kann man so semi drauf vertrauen. Man bekommt aber in der App bei Circ auch immer angegeben, wie viel Reichweite man hat. Und da kann man schon ganz gut, glaube ich, mit umgehen. Beim Lime hingegen hat man ein vollflächiges Display schon fast, also sehr schön. Man sieht die Akku-Prozente wirklich als Prozentangabe, dann man weiß mal, wie viel man hat. Und man sieht hier hinter, wenn man fährt, auch die Geschwindigkeit drauf, die ich natürlich beim Circ gar nicht sehen kann. Ja. Ansonsten, Lichter hat es natürlich auch, muss ja auch sein. Hier vorne eine Lampe, die kann man auch noch einstellen in der, im Winkel, was man damit macht. Beim Lime ist die halt fest mit dem Winkel. Ich denke mal, das haben die schon vernünftig eingebaut, dass man die Straße ausleuchten kann, wenn man abends fährt. Ja, der Rest ist halt grün oder orange, bisschen Design. Paar Reflektoren noch, alles so, wie es der Gesetzgeber vorschreibt und
das erstmal so allgemein zu den Scootern an sich. Und ich werde den jetzt erstmal schön da vorne abstellen, wo ich es darf. Und dann schalte ich mir den Leim frei. So, jetzt picke ich mir den Leim. Auch da gleiche Prinzip. Ich scanne, um ihn freizuschalten. Und dann ist er freigeschaltet und ich sehe auch direkt hier oben die Kilometerangabe. Und dann fahre ich meine Runde. So, jetzt kann ich den Leim wieder hier abstellen. Wie gesagt, unterschiedliches Gebiet zu Cirque. Die Cirques müsste ich nach da hinten bringen oder den Cirque. Den Leim, den kann ich hier einfach vor dem Stadion direkt abstellen, weil es erlaubt ist. Und logischerweise sperre ich ihn jetzt wieder ganz einmal auf die App. Fahrt beenden. Und jetzt ist auch nochmal ein Unterschied. Ich muss ein Foto machen, wie ich ihn geparkt habe. Das muss ich bei Cirque nicht machen. Foto gemacht, dann noch die Fahrt bewerten, fertig und ja, jetzt bin ich zwei Runden gefahren und ziehe mal ein kleines Fazit. So, ich bin jetzt mit den beiden E-Scootern gefahren, einer von Cirque, einer von Lime und ich bin ja jetzt nicht nur heute gefahren, ich bin ja schon die Tage in Dortmund und generell halt auch schon überall in der Welt gefahren. Von daher kenne ich die Fahrzeuge. Ich würde sagen, vorneweg schon, das ist relativ pari. Ich finde, hier sind beide solide, fahren gut. Dämpfung ist relativ ähnlich, das tut sich nicht so viel. Es sind eher so Kleinigkeiten. Ich habe ja, wie gesagt, eine Vorliebe für zwei Bremsen, obwohl ich nur eine benutze. Ich finde auch, der Cirque bremst eindeutig besser. Also ich kann viel besser dosieren mit der Handbremse, mit der linken wie mit der rechten, anstelle wie mit der Handbremse beim Leim. Auf der anderen Seite finde ich beim Leim natürlich das Display weitaus besser, denn hier kann ich direkt sehen, wie viel Akkulaufzeit habe ich, wie schnell fahre ich generell, wohingegen ich beim Cirque einfach nur die vier Punkte habe, die mir ja so semi eine Aussage von der Dauer der Strecke, die ich noch fahren kann, geben. Ansonsten Handyhaltung top, habe ich beim Leim gar nicht. Die Halterung für ein Getränk finde ich ja so semi-geil halt, also eigentlich überflüssig. Man kann aber auch ganz praktisch eine Tasche dranhängen oder halt auch eine Tüte, wenn man einkaufen war. Was natürlich super ist, wenn schon Handyhalterung, auch noch die Möglichkeit USB zu laden, finde ich super. Gibt es am Leim gar nicht, außer es ist extrem gut versteckt. Man muss ja auch fairerweise sagen, beim Cirque ist es auch ein bisschen versteckt. Viele kennen die Möglichkeit gar nicht. So, also am Ende von den Geräten wiegt sich das so ein bisschen auf. Wo es für mich nochmal einen großen Unterschied gibt, ist halt in der App. Bei Cirque ist alles relativ basic. Die hatten auch noch ein paar Kinderkrankheiten, die so langsam ausmerzen und so ein paar Sachen, die einfach schräg sind. Ich kenne zum Beispiel ohne Ende Leute, die immer auf den Helm im Profil klicken, weil sie denken, da können sie ihr Profilbild hinterlegen. Die App beim Lime ist halt um Längen besser. Ich kann sehen, wo bin ich gefahren, wann bin ich gefahren. Ich habe eine schöne Fahrthistorie. Bei Cirque habe ich halt nur eine Rechnungshistorie. Und was ich bei Lime auch in der App machen kann, was Cirque noch nicht anbietet, sind Gruppenfahrten. Sprich, ich kann mehrere Limes freischalten, die alle auf mein Konto gehen und dann mit drei Freunden beispielsweise eine Stadt erkunden. Das finde ich eine schöne Funktionalität. Ein anderer Faktor für mich ist auch noch das Gebiet, wo die Teile hier in Dortmund fahren. Lime ist ja sehr auf den Innenstadtbereich, erweiterten Innenstadtbereich zentriert und es gibt keine anderen Möglichkeiten. Das haben wir gesehen, am Phoenixsee hatte ich keinen. Cirque hingegen hat das Gebiet konsequent erweitert, war vorher auch schon an der Uni präsent. Man kann jetzt auch von der Innenstadt zur Uni fahren, man kann in andere Stadtteile teilweise schon fahren und zum Beispiel auch zum Phoenixsee. Das heißt, schon allein durch das Gebiet ist Cirque natürlich auch nochmal mein Favorit hier in Dortmund. Und der letzte Punkt ist das Modell, wie die Teile gewartet und geladen werden. Das macht Cirque zentralisiert. Die haben halt hier ein Lager, die fahren den ganzen Tag rum, die sammeln die Scooter ein,
gucken, ob die gewartet werden müssen, warten die dann auch oder reparieren sie und laden sie logischerweise auf und verteilen die dann wieder im Stadtgebiet. Lime hingegen hat das Modell Juicer. Da gibt es auch schon diverse YouTube-Videos zu. Juicer ist im Prinzip, kann sich jeder anmelden, muss ein Kleingewerbe anmelden und kann dann die Dinger selber nachts laden und muss sie morgens wieder verteilen. Also einsammeln, laden, verteilen, kriegt dafür ein paar Euro und da bleibt auch nicht viel hängen. Und ich meine, das sind halt Privatleute, die das Teil aufladen. Wartung würde ich da auch noch mal in Frage stellen. Das macht Lime dann halt, wenn es wahrscheinlich informiert wird, dass ein Teil nicht mehr fährt oder jemand sich beschwert. Von daher, weiterer Punkt für mich, dass Cirque mein Favorit in Dortmund ist bei den E-Scootern. Und ich freue mich drauf, weiter mit Cirque in Dortmund rumzufahren. Benutze aber auch sehr gerne Lime, weil es immer gut, noch mal eine Alternative zu haben und nicht auf einen Anbieter angewiesen zu sein.